In Nickelsdorf haben Polizisten in Summe 47 Welpen befreit. Ein Rumäne wollte die kleinen Hunde, die in Boxen eingepfercht waren, nach Frankreich schmuggeln, was die aufmerksamen Polizisten aber zu verhindern wussten. Die etwa 6 Wochen alten Welpen, die alle nicht gechippt waren, sind nun am Sonnenhof in Eisenstadt vorläufig in Quarantäne. Was mit ihnen passiert, steht noch nicht fest. Zu weiteren Kurzmeldungen. In Neudörfl ist heute Mittag ein Auto in der Tiefgarage eines Wohnhauses abgebrannt. 4 Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Verletzt worden ist niemand. Die Fassade des Wohnhauses ist durch den Rauch leicht beschädigt worden. Warum das Auto Feuer gefangen hat, ist nicht bekannt. Die heimischen Feuerwehren können ab Mitte November darüber abstimmen, ob sie mit den Änderungen im Feuerwehrgesetz einverstanden sind. Das gab Landeshauptmannstellvertreter Johann Schürz heute bekannt. Die Änderungen betreffen die direkten Wahlen der Kommandanten sowie die Möglichkeit zum Feuerwehrdienst über das 65. Lebensjahr hinaus. Die Abstimmung soll anonym via Online-Tool durchgeführt werden. Bei einer Baustellenbegehung wurden heute die Fortschritte bei der Sanierung der Berufsschule Eisenstadt begutachtet. Die Schule, die 1960 erbaut wurde, wird in mehreren Tranchen modernisiert. Unter anderem wird die Schule barrierefrei gestaltet, das Brandschutzkonzept erneuert, das Dach saniert und die Fassade erneuert. Bisher wurden 3,5 Millionen Euro investiert. Das sei wichtig, um den Schülern und Lehrern eine adäquate Ausbildungsstätte zu bieten, hieß es heute bei der Baustellenbegehung. In Steinbrunn gibt es seit heute eine E-Tankstelle. Ein Unternehmer hat rund 12.000 Euro investiert und bietet vorerst für 3 Monate auch an, gratis Strom zu tanken. Laut Energie Burgenland werde stetig am Ausbau eines landesweiten E-Ladestationsnetzes gearbeitet, um so die Ökomobilität weiter zu attraktivieren. Passend dazu wurde heute auch in Neusiedl am See ein E-Car-Sharing-Projekt gestartet.